Auf der Landstraße zwischen Kirkwitz und Neuhaus bei Dierhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen hat sich am Dienstagabend ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen wurde eine Frau getötet, eine zweite überlebte schwer verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Fahrer eines Kia aus Neumünster einem vor ihm fahrenden Suzuki ins Heck. Durch den starken Aufprall katapultierte der Suzuki mit Kasseler Kennzeichen von der Straße und schleuderte frontal in einen Baum. Während die Fahrerin im Suzuki schwer verletzt den Unfall überlebte, kam für ihre Beifahrerin jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Das Urlauberpärchen im verursachenden Fahrzeug erlitt einen Schock. Die Straße zwischen Kirkwitz und Neuhaus blieb während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die DEKRA wurde eingeschaltet, um die genaue Unfallursache zu erforschen.